Grüß Gott, Herr Dr. Thomas Posch. Sie sind zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit am Institut für Astronomie. Möchten Sie uns kurz ein bisschen was über sich erzählen? Ich bin hier tätig, wie Sie sagen, im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch als Forscher in der Infrarotastronomie, beschäftige mich da mit roten Riesensternen, mit kosmischem Staub. Mich interessiert auch sehr die Geschichte der Astronomie. Und zur Geschichte der Astronomie haben wir hier auch zahlreiche Schätze, sprich alte Instrumente, sehr, sehr alte Bücher. Unser ältestes ist von 1473 zum Beispiel. Wanduhren, denn früher war die Astronomie sehr mit Zeitmessung verbunden. Hatte also auch sehr praktische Aufgaben. Und das alles ist ein Europa eigentlich einmaliges Ensemble. Wir sind hier zum Beispiel im Museum vom Institut. Was haben wir hier denn zum Beispiel für ein Buch? In der Astronomie spielen ja Karten eine sehr große Rolle, nämlich Himmelskarten in erster Linie. Und das ist ein Atlas aus einer Zeit, wo die Sternbilder noch als Figuren dargestellt wurden. Man hat hier zum Beispiel das Sternbild der Zwillinge. Und heutzutage sind diese Sternbilder nur mehr historisch von Bedeutung. Das heißt, es gibt noch die Namen der Sternbilder und die Identifikation der Himmelsobjekte nach dem, in welchem Sternbild sie jeweils liegen. Aber es hat natürlich keine aktuelle Relevanz mehr und Astronomie beschäftigt sich zum Beispiel auch überhaupt nicht mit den sogenannten Sternzeichen, die also in der Astrologie für die Schicksalsdeutung verwendet werden. Außerdem sehen wir hier jede Menge Teleskope. Was ist das Interessanteste? Was kann man darüber wissen? Das Interessante an den Teleskopen ist aus meiner Sicht das historische Wachsen, das immer größer werden, wie der Mensch ja weiter hinaus will und die Horizonte immer erweitern möchte. Und das ist auch die Motivation dafür, dass die Teleskope, die ältesten, die wir haben, sind etwa 300 Jahre alt, seit der Zeit des Anfangs bis heute von vielleicht 3 Zentimeter auf jetzt bald 39 Meter Optikdurchmesser gewachsen sind. Und ein Stück weit können wir das auch anhand von unserer Sammlung verfolgen. Was ist denn hier in diesem Raum das interessanteste Teleskop? Das interessanteste ist vielleicht die Approximation der alten galileischen Fernrohre, denn die Anfänge sind, wie gesagt, oft am spannendsten. Wir können da ja nach vorgehen. Also das älteste ist jedenfalls das hier und somit auch eins der interessantesten. Das ist nämlich schon weit über 200 Jahre alt und entspricht genau dem, was sich heute noch viele Menschen unter Teleskop vorstellen, nämlich so ein ausziehbares Fernrohr. Man spricht ja auch von Teleskopfederung zum Beispiel. Da ist auch diese Vorstellung von einem ausziehbaren Ding drin. Dieses Gerät wurde in Venedig hergestellt, hat eine wunderschöne Pergamenthaut sozusagen, einen Pergamentüberzug und auch eine Herstellersignatur, die besagt Leonardo Semitecolo. Der war ein Venezianer Hersteller, kurz vor dem Ende des 18. Jahrhunderts, Leonardo Semitecolo. Und so etwa muss man sich auch Galileis erste Fernrohre vorstellen. Sagen wir ungefähr 1 Meter lang, nicht? Und kaum 3 Zentimeter Öffnung. Hier haben wir sogar einen originalgetreuen Nachbau eines Galilei-Fernrohrs zum Internationalen Jahr der Astronomie vor 3 Jahren von einem Kollegen angefertigt. Dieses hier funktioniert auch. Man kann also tatsächlich die Himmelsobjekte beobachten. Allerdings ist das Gesichtsfeld sehr klein. Das ergibt sich aus der großen Baulänge und der kleinen Öffnung. Und das wiederum liegt daran, dass die Linsen nicht sehr gut waren damals. Man sieht, es ist sogar abgeblendet hier, ja. Nicht? Jetzt haben wir da hinten noch ein drittes liegen. Das ist auch ein Galilei-Fernrohr-Nachbau. Galilei hat ja vor 400 Jahren erstmals Teleskope, die so klein waren, ja, wie dieses hier auch, alle von der Öffnung zwischen 3 und 4 Zentimetern, gegen Himmel gerichtet und hat dennoch schon sehr viel Neues erkannt. Zum Beispiel, dass der Mond dicht mit Kratern besetzt ist und nicht eine perfekte Kugel ist, dass die Sonne Flecken zeigt, was sie gerade jetzt aktuell 2012, 2013 wieder sehr intensiv tut, dass die Venus Sichelgestalten zeigt und nicht eine perfekte, gleichmäßig beleuchtete Kugel ist.
dass die Milchstraße aus vielen kleinen Sternen besteht. All das ist mit so kleinen Fernrohren schon entdeckt worden. Da kann man sich vorstellen, wenn wir heute bei 39 Meter Fernrohrdurchmesser sind oder bald sein werden, dann kann man entsprechend tiefer und detaillierter ins Universum reisen, sozusagen. Also es ist echt Wahnsinn, was man alles rausfinden kann. Wir sehen hier ein ganz tolles Spektroskop. Was ist denn das Interessante daran? Das Interessante an diesem Spektroskop ist, dass es eigentlich eine Revolution in die Wissenschaft gebracht hat. Nicht nur in die Astronomie, aber auch in die Astronomie. Denn mit einer sehr einfachen Technik kann man hier das Licht in seine Farbbestandteile zerlegen und kann dadurch sowohl natürliche Lichtquellen als auch künstliche Lichtquellen daraufhin untersuchen, was da eigentlich dahinter steckt. Das Licht kommt vorne durch einen Spalt hinein, wird dann in einem Prisma zerlegt und hier betrachtet dann der Beobachter das Resultat, das aufgefächerte Spektrum. Momentan sehe ich jetzt gerade das Spektrum des Sonnenlichts. Da sind natürlich alle Regenbogenfarben drinnen enthalten und mehr noch. Im Prinzip wäre auch noch die Infrarotstrahlung am roten Ende angehängt und auf dem kurzwelligen Ende auch noch einiges. Und was man zusätzlich sieht, sind faszinierende dunkle Linien, die sogenannten Fraunhofer'schen Spektrallinien, die uns etwas sagen über den Aufbau und die Bestandteile der Sonne. Wäre dieses Spektrum jetzt heute noch in Gebrauch oder hat man da jetzt ganz andere Geräte? Man hat heute natürlich schon andere Geräte, aber die Funktionsweise ist im Prinzip dieselbe. Das heißt, man zerlegt Licht in seine Spektralfarben mit einem solchen Instrument, das angeschlossen ist an ein großes Teleskop. Das heißt, hier kriege ich ja nur wenig Licht, aber wenn ich mir vorstelle, das Ganze ist jetzt 100-mal größer, was man ja heute tatsächlich bauen kann, dann kann ich ein 100-mal größeres Strahlenbündel ebenso spektral zerlegen und dann zum Beispiel bei einer fernen Galaxie schauen, was sehe ich dort für Spektrallinien, gibt es die berühmte Rotverschiebung drinnen, gibt es diese berühmten Sequenzen von Linien, man vergleicht das ja auch mit Fingerabdrücken der chemischen Elemente und so kann man nicht nur die Zusammensetzung, sondern auch die Entfernung, die Geschwindigkeit und vieles andere mehr erforschen. Wahnsinn. Das schafft die Querverbindung zwischen Astronomie und Seefahrt, Navigation. Das ist nämlich ein Sextant, mit dem ist früher auf hoher See gearbeitet worden, um die Koordinaten zu bestimmen, geografische Länge und Breite, die Sonnenhöhe zu vermessen, die ja die Mittagshöhe der Sonne schon eine sehr gute Approximation gibt, dafür, wo man sich gerade befindet. Dazu hatte man auch diese geschwärzten Gläser, um auch wirklich das Sonnenlicht einfangen zu können, ohne das Auge zu zerstören. Und sehr, sehr genaue Winkelskalen, die dann eben entsprechend präzise die Positionsbestimmung ermöglicht haben. Man kann ja hier auch studieren. Wollen Sie uns kurz ein bisschen was über das Studium der Astronomie erzählen? Wie viele Studenten gibt es? Wie viele Professoren? Wie läuft das Studium ab? Studieren spielt sich eigentlich eben gerade nicht hier ab, hier ist ja unsere historische Sammlung, sondern in einem Hörsaal, wo dann ungefähr 100 Studierende pro Jahr beginnen. Astronomie ist allerdings ein relativ selektives Studium, unter Anführungszeichen, weil der hohe Anteil an Mathematik und Physik, der da verlangt wird, dann doch manche längerfristig abschreckt. Und dazu führt, dass man dann also nur etwa 30 Studierende durch das erste Jahr wirklich durchbringen. Aber nichtsdestotrotz bleibt die Faszination fast allen, die ein bisschen mal hineingeschnuppert haben, erhalten. Denn Astronomie ist einfach eine sehr breite Wissenschaft. Von der Methodik her, von den Gegenständen her, also von den Forschungsgegenständen her. Und wir haben auch eine sehr offene Atmosphäre in unserem Institut, eine sehr internationale Atmosphäre. Hier ist also Kooperation ganz, ganz wichtig. Österreich ist seit 2008 auch Mitglied der Europäischen Südsternwarte. Auch das hat einen sehr, sehr starken Internationalisierungsschub gebracht und auch die Jobaussichten letztlich verbessert, wenn auch auf internationaler Ebene. Also man kann nicht hoffen, im Inland so leicht einen Job zu finden. Die andere Sache ist, man kann das Institut auch besichtigen, wenn man hier nicht studiert, nämlich im Rahmen von Führungen. Diese Führungen finden jeden zweiten Freitag statt
und sind öffentlich, sind frei zugänglich. Man kann in diesem Rahmen dann auch, wenn das Wetter gut ist, durchs große Fernrohr blicken. Man kann hier das Museum sehen, die alten Bücher, und ich trage dann auch darüber vor, was die Astronomie heutzutage in der Forschung bewegt. Wir sehen hier ein Fernrohr, das zu seiner Erbauungszeit das weltgrößte Linsenteleskop war, mit einem Durchmesser von knapp 70 cm und einer Brennweite von 10,5 Metern. Es wurde hier 1883 eingeweiht, also vor mittlerweile mehr als 125 Jahren. Im Unterschied zu einem modernen Teleskop ist es hier so, dass man noch mit dem Auge durchschauen kann. Aber für heutige wissenschaftliche Beobachtungen wird das natürlich nicht mehr genützt, denn moderne elektronische Detektoren sind dem Auge hoch überlegen. Einerseits, darum verwendet man eben Teleskope, die fürs visuelle Beobachten gedacht sind, heute nicht mehr. Auf der anderen Seite ist der Standort hier durch die Lichtverschmutzung in der Stadt Wien so entwertet, dass man genauso gut ein sehr kleines Teleskop unter dunklem Himmel verwenden kann, wie dieses Riesenteleskop hier, mehr oder weniger mitten in der Stadt. Trotzdem ist es ein Erlebnis, mit diesem Fernrohr Mond und Planeten zu betrachten, und man kann also bis zu etwa 700-fach vergrößern. Das Fernrohr wiegt inklusive Gegengewicht, alle beweglichen Teile zusammengenommen, 5,5 Tonnen. Die drehbare Kuppel, die wir gleich hören werden, ist über 15 Tonnen schwer. Eines darf man mit diesem Fernrohr sicher nicht beobachten, nämlich die Sonne. Man sammelt ja immerhin 10.000 Mal mehr Licht als unser Auge, und schon für unser bloßes Auge ist die Sonne zu hell. Hingegen sind eben die schwachen astronomischen Objekte prädestiniert, um mit so großen Lichtsammelleistungen detektiert zu werden. Wo kann man sich da anmelden, oder muss man sich gar nicht anmelden? Man kann sich im Internet informieren über die Termine und dann im Sekretariat anrufen, ob noch freie Plätze sind. Das ist eigentlich alles, was erforderlich ist. Oder auch mir eine E-Mail schreiben, also das ist relativ unkompliziert. Gut, dann bedanke ich mich sehr recht herzlich für diese ausführliche Information und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke.